Ihre Priesterweihe hatten sich Florian Schwarz und Matthias Zellner wohl anders vorgestellt. Der Corona-Pandemie ist es geschuldet, dass der Gottesdienst an ihrem großen Tag am 27. Juni 2020 außergewöhnlich verläuft. Die Weiheliturgie unter Bischof Stefan Oster ist geprägt von den aktuell geltenden Corona-Regelungen. Weniger feierlich war es trotz allem nicht. Der Tag war für mich auf jeden Fall ein besonderer Tag, unabhängig davon, dass die Bedingungen im Corona-Jahr anders waren als üblich. Und tatsächlich freue ich mich darüber, dass, was die Weiheliturgie betrifft, eigentlich alles oder vieles so war wie immer. Dass von der Messe her, von der Liturgie her, eigentlich keine Einschnitte gemacht werden mussten. Und so konnte ich auch viel ausblenden, viel von dem, was in den Tagen jetzt um Corona herum immer wichtig war. Und die Corona-Situation spielte im konkreten Moment der Weihe keine Rolle. Also für mich war es trotzdem, trotz aller Bedingungen, eine sehr, sehr schöne Priesterweihe. Und es ist mir wirklich ans Herz gegangen. Ich kann wirklich sagen, mein Herz ist richtig warm geworden bei der Weihe und es freut mich. Vor allem der Weiheritus gestaltet sich anders. Zwar ist der Ablauf wie üblich, Weiheversprechen, Allerheiligenlitanei, Handauflegung, Weihegebet, Anlegen der liturgischen Gewänder, Übergabe von Kelch und Patene und Friedensgruß. Doch bestimmen die Regelungen die Gestaltung. Die Handauflegung beispielsweise erfolgt nur durch Bischof Stefan Oster und Regens Martin Dengler. Und Desinfektionsmittel stehen immer bereit. Schwierige Zeiten. Die Hauptbotschaft oder das Hauptanliegen, dass wir helfen, in eine solche Erfahrung hineinzufinden, in das Vertrauen, Gott ist da, Gott geht mit uns, Gott trägt uns als der verlässliche Partner durch schwierige Zeiten, durch Zeiten, die sich verändern. Wir erleben es in der Gesellschaft, wir erleben es in der Kirche und Gott ist der Anker. Das Kreuz des Herrn steht, die Welt dreht sich, sagen die Kartäuser. Und deswegen ist diese Beziehung einzeln und in Gemeinschaft so wichtig und so herausfordernd. Ihre Primiz werden Florian Schwarz und Matthias Zellner auch nur mit geladenen Gästen feiern. Schwarz in Fürstenzell, Zellner in Eggensbach. Und dann starten sie auch schon als Kapläne. Schwarz in Grafenau, Zellner in Osterhofen. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Damit alle mitfeiern konnten, wurde die Priesterweihe via Livestream in Niederbayern TV und auf bistumpassau.de übertragen. Hier gibt es auch alles Weitere zur Priesterweihe 2020.